wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich auf der Internationalen Fränkischen Meisterschaft, beziehungsweise sind wir das Team Holzer auf der Internationalen Fränkischen Meisterschaft. Leider habe ich heute keinen dabei, der die Kamera bedient und so richtig mitfilmt, aber ich versuche euch trotzdem mitzunehmen und einfach die Kamera durch verschiedene Hände zu reichen, dass wir da euch wieder ein bisschen Eindrücke von der Meisterschaft vermitteln. Wir sind am Freitag schon angereist, also gestern, haben übernachtet, sind diesmal 9 Leute am Start, ein Riesenfeld, sind alle super in Form und ja, ich nehme euch jetzt heute mal mit dem Tag, so gut wie es geht, und lassen wir uns heute mal überraschen von den Ergebnissen. Oh,
Super. Servus zum nächsten Fazit zum Video. Dieses Video, tut mir leid, ist tatsächlich ein bisschen kürzer geworden, aber ich habe es mir im Vorfeld schon fast gedacht, weil normal wollte meine Tochter, die ist da immer dabei und dreht dann die Videos völlig unabhängig, dass kein Athlet und ich mir da auch keine Gedanken machen muss. Und die ist jetzt natürlich, oder schlimmerweise ist krank geworden, also nichts Schlimmeres, aber konnte leider nicht mitfahren und jetzt war das Video, ich habe es versucht, das Intro habe ich noch gedreht, Formcheck habe ich euch mitgenommen, weil es halt noch ein bisschen entspannter ist, aber im Rest war halt einfach leider nicht zum Umsetzen. Aber nichtsdestotrotz hat jeder Athlet verdient, dass ich auch deswegen ein Video mache und auch nur mal ein kurzes Fazit. Dieses Mal waren es tatsächlich 9 Starter fürs Team Holzer. Im Großen und Ganzen war ich von den Ergebnissen sehr zufrieden. Manche waren auch wie erwartet. Beim anderen, ein oder anderen, ist auf alle Fälle noch Verbesserungspotenzial. Ich gehe jetzt, denke mal, weil es sonst zu lang wird, das Fazit nur auf einen kurz ein oder kurz ein. Auf jeden Fall, die Fränkische war auf alle Fälle dieses Mal an einer anderen Location, auch da nochmal an Stefan und Bernd Hut ab und natürlich auch an den Bayerischen Landesverband, eine super organisatorisch gute Meisterschaft, kann man überhaupt nicht meckern, eine Riesenhalle, der Athletenbereich war mega, ohne Platzmangel, was ja teilweise auch sehr selten ist, weil ja die Hallen auch gezahlt werden müssen, super Bienenbeleuchtung, einwandfreier Ablauf, also da schon mal Daumen hoch, weiter so, hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt kurz zu den Platzierungen. Classic Bowl, also erst Junioren 3 hat es angefangen. Da ist der Simon nach seinem vize-deutschen Meistertitel in der Vorwoche bei der Classic Bodybuilding 3. geworden. Was man dazu aber sagen muss, beim Classic Bodybuilding ist natürlich die Größe und Gewicht beschränkt. Und hier ist er in der offenen Klasse gestartet, also Gewicht egal. War ein kurzfristiger Entschluss, dass wir da auch noch starten, hat aber voll oder ganz gepasst mit dem 3. Platz. Hat sich da gut behaupten können, wir sind zufrieden. Dann hat er noch an der Classic Bodybuilding teilgenommen. Geht auch wieder, wo er eigentlich bei den Junioren startet. Haben wir gesagt, okay, stell dich einfach bei den Männern rein, trotz deiner 20 Jahren.
Es war eine sehr durchwachsene Klasse. Er hat dann am Schluss letztendlich den dritten Platz belegt, den sehr guten dritten Platz, will ich behaupten, weil es war nur ein Punkt Unterschied zum zweiten. Und sein Teamkollege, der Kevin, Gratulation Kevin an dieser Stelle, hat den fränkischen Meistertitel geholt. Super abgeliefert, brutale Form am Tag. Unser Ziel war, mörderhart zu kommen und das, denke ich mal, haben wir mit dem Titel auch geschafft. Dann die nächste Klasse war die Figurklasse. Da hat die Kim mitgemacht, war nach dem deutschen Vizemeistertitel war natürlich auch ihr Ziel, die Fränkische zu gewinnen. Aber wie schon gesagt, das Ziel und Realität läuft dann vielleicht nicht immer einher. Aber da, auch da an meiner Stelle, Gratulation Kim, hat es wirklich geklappt. Die Kim ist fränkische Meister in Figurklasse mit Idealpunktzahl gewonnen und richtig abrasiert, würde ich sagen. Also super Form. Wir haben aber da auch noch ein bisschen Potenzial, Verbesserungspotenzial bis zur Bayerischen, aber das werden wir auf alle Fälle rausholen, die Verbesserung. Dann gehe ich einfach mal mit den zwei Men's Physikklassen weiter. Der Christian Höss ist eigentlich Men's Physik 3, wurde aber falsch eingeschrieben in der Zweier, also es war ein bisschen ärgerlich. Und wurde da dann unglücklich Sechster, weil in der großen Klasse, finde ich, ist meine Meinung, war nicht ganz so stark besetzt. Da war eine Platzierung weiter vorne möglich gewesen. Aber ja, ist jetzt so, wir sind genug Sportsmänner, vor allem der Christian hat da ohne Murren und Meckern, sitzt sein Fokus jetzt auf die Bayerische und da schauen wir dann, dass man das Optimale rausholt. Und weiter geht's im Text. Der Thomas Brettträger, auch ein sehr guter Athlet von mir, hat vor 2 Jahren die österreichische gewonnen, ist Fünfter geworden, also ich bin da mit höheren Erwartungshaltungen reingegangen. Die Platzierung ist aber vollkommen okay, er hätte noch einen Tick härter sein können, härter sein müssen. Wird, also ist nicht so, dass da viel abgegangen ist, so im Posing ein paar kleine Dinge ändern, die wo wir einfach falsch einstudiert haben. Aber das sind Sachen, die wir bis in 14 Tagen beheben können zur Bayerischen. Und das werden wir auch beheben und da werden wir dann ein Stück härter kommen und da werden wir auf alle Fälle den einen oder anderen dann in den Top-Platzierungen ärgern und hoffentlich nicht bloß ärgern. Dann, was war dann das Nächste? Das waren jetzt die Klassen schon mal. Dann die Bodybuilding-Klassen. Habe ich 3 Starter gehabt, einmal den Sascha Almich, der ist in einer sehr gut besetzten Männer-3-Klasse, hat er den hervorragenden dritten Platz gehabt. Ich hätte ihn nur auf den zweiten gesetzt gehabt, aber ja, im dritten kann man auch leben, beziehungsweise können wir nicht leben. Es ist nur so ein bisschen Verbesserungspotenzial, Form muss nur ein bisschen besser werden, Fülle noch, aber es sind auch Sachen, wo letztendlich, Sascha hat jetzt eine lange Wettkampfpause gehabt, die wir dann zum nächsten Wettkampf beheben. Und da ist natürlich ganz klar, die Quali für Deutsche zu holen und auch den bayerischen Meistertitel. Wir werden auf alle Fälle Gas geben und es jedem schwer machen, der wo dort auch startet. Das ist jetzt schon mal eine Ansage. Dann in der Männer 4 und 5, also die Klassen haben es zusammengelegt, Ralf Lukert, mein Freund, der hat den vierten Platz belegt. Ja, Struktur, Masse, alles super. Hat es auch noch ein bisschen an der Form gehapert. Beim Ralf ist immer ein bisschen schwer, so die Endhärte reinzubringen, weil immer so ein ziemlicher Wasserkessel ist. Aber ich war eigentlich sehr zufrieden und zur Bayerischen werden wir noch Gas geben und auf alle Fälle ein besseres Formpaket auf die Bühne stellen. Und beim Stefan Lang, der hat sich mit 92 Kilo in die 100er reingestellt, er war überhaupt nicht mit dem fünften Platz zufrieden, verstehe natürlich, man fährt da nicht hin, dass man Fünfter wird, aber Stefan ist eigentlich ein 90 Kilo Athlet und wird jetzt auch bei der Bayerischen in der 90er starten und da dann auch seine Topform präsentieren können. Des Weiteren war jetzt noch am Schluss die Silke Lukert,
hat in der Bikini 3 eigentlich gestartet, die Klassen haben es auch zusammengelegt, also war sie in der 2er, wobei sie eigentlich eine 3er-Athletin ist, hat den 4. Platz belegt, war so ein bisschen Form, war finde ich sehr gut, hat genau passt, hat eine super Ausstrahlung gehabt, nur an der Präsentation war das ein oder andere, wo man wirklich nur bemängeln kann und das, wo meines Erachtens schon ein, zwei Plätze gekostet hat. Aber so ist es, lange Wettkampfpause gehabt, Aufregung kommt dazu, auch kein Beinbruch, Silke ist mit der Platzierung zufrieden, ich unterm Strich auch, weil ich noch potenzielles Verbesserung sehe zur bayerischen, beziehungsweise ich hoffe, dass sie die Quali für die Deutsche holt oder bin fast zuversichtlich, dass sie das holt. Und wie gesagt, da ist auf alle Fälle auch noch Verbesserungspotenzial. Drum, kurzes Fazit, 2 Siege, eigentlich lauter Finalplatzierungen, kann man zufrieden sein. Die Athleten, die wo jetzt Platz 4, 5 sind, haben auf alle Fälle noch Verbesserungspotenzial, wo wirklich nur Nuancen entschieden haben. Und deswegen bin ich für die Bayerische positiv gestimmt und freue mich auch schon riesig drauf. So, das war mein Fazit zur ersten nationalen, regionalen Meisterschaft. Und das nächste Mal, denke ich mal, werden wir uns nach der Bayerischen hören und sprechen. Okay. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es relativ wenig Berichterstattung von der Meisterschaft war. Wenn ihr keines der Videos verpassen möchtet, die Glocke aktivieren. Über Abo freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten lasst gerne einen Kommentar drauf, wenn ihr sagt, das und das würde ich gerne noch sehen oder das wäre cooler. Dann schreibt mir das drunter. So, bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Ciao, Servus.